Vor den Arbeitern der Berliner Rheinmetall-Borsigwerke sprach Generalfeldmarschall Hermann Göring zum ganzen deutschen Volke. Seine Worte waren ein Appell an die Nation, in diesen Entscheidungsstunden Mann um Mann und Frau um Frau, jeder an seinem Platze, in Treue zum Führer zusammenzustehen. Unterstützt vom Feuer der deutschen Artillerie gehen die Verbände des deutschen Heeres gegen die feindlichen Stellungen und Widerstandsnester vor. Durch blitzartiges Zuschlagen werden die einzelnen polnischen Heerestruppen voneinander getrennt und umklammert. In gewaltigen Eilmärschen wird die Front an allen Stellen tiefer und tiefer in das polnische Land vorwärts getragen. Überall beweisen zerstörte Bunker und fortgeworfene Ausrüstungsgegenstände, dass die zurückweichenden Polen keine Zeit zum geordneten Rückzug hatten. In wilder Flucht räumten sie ihre Stellungen. Beim Verlassen der Dörfer und Städte setzten sie die Häuser der volksdeutschen Siedler in Brand. Ihre Zerstörungswut schont auch nicht die Häuser ihrer eigenen Landsleute. Dicht auf den Fersen folgen ihnen die deutschen Truppen. Eine der ersten Aufgaben ist die Säuberung der Ortschaften von dem verhetzten polnischen Mob, der von der polnischen Regierung zum hinterhältigen Freischärlerkampf gegen die deutschen Soldaten aufgestachelt wurde. Hier werden alle die Mordgesellen aus ihren Schlupfwinkeln geholt, die sich an den viehischen Bluttaten gegen wehrlose deutsche Bürger in der berüchtigten Blutnacht von Bromberg beteiligt hatten. Sie werden sofort ihrer standrechtlichen Bestrafung entgegengeführt. Polnische Juden, die sich in vielen Fällen der Aufhetzung und Anstiftung zum Mord an Deutschen schuldig gemacht haben. Aus diesen Kreisen rekrutierten sich jene Schieber und Verbrecher, die nach 1918 das wehrlose Deutschland überschwemmten und von denen uns die Namen Barmat und Kutiska noch in lebhafter Erinnerung sind. Heute sitzen die Brüder und Söhne dieser Ostjuden in England und Frankreich und hetzen zum Vernichtungskrieg gegen das deutsche Volk. Die gefangenen polnischen Insurgenten werden in großen Lagern interniert.